Wir sind heute beim Schöfflinger Jugendhaus. Ich begrüße Madame Holbach von Greenpeace. Der hat ein Projekt heute mit der Schöfflinger Gemeinde und mit dem Jugendhaus, mit den Jugendlichen. Könnt ihr uns ein bisschen darüber erzählen, wann ich gelebt? Ja, wir hatten von Greenpeace aus am Juni ein Atelier gemäht, wo wir für allen Dingen wollten, wo der Bitte war, dass man Jugendliche wollte für Solarenergie begeistern. An, ich meine, für alles ist Solarenergie eh von den Lösungen für als zukünftig Energieprobleme, für auch den Klimawandel mehr dazu gehen. An, am Kader von dem Atelier hatte man Leute invitiert gehabt, die mit Jugendlichen zusammen schaffen. Weil wir sind einfach der Meinung, es müsste noch hier im Land mehr machen, für auch Jugendliche mitzuholen an die Thematik von der Solarenergie, an den erneuerbaren Energien. Und war dann glücklicherweise dann auch die Mitarbeiter vom Schöfflinger Jugendhaus dabei gewesen und anscheinend hat ihnen gut gefallen. Und so sind wir halt eben dann ein Gespräch gekommen und zusammen mit dem Jugendhaus an der Schöfflinger Gemeinde, wo man da diesen echten Projekt entwickelt, wo es manchmal geht, ein Herzensprojekt vom Jugendhaus umzusetzen, nämlich die Bewässerung von den Hochbeetern mit einer Rehwasseranlage, wo die Pompel über eine Photovoltaikanlage ja, betrieben geht. Das heißt, Photovoltaik ist im Fungeholt Nutzung von der Sonnenenergie durch die Umwandlung als Strom. Und das sind wir nur hier, um realisieren. Wir haben den Samstag angefangen mit einer Formation für die Jugendlichen. Und da war noch Erwachsene dabei, da hat es ein paar die Theorie gehen. Was Photovoltaik ist, was man mit Sonnenenergie alles machen kann. Und wir hatten noch ein Solartaschenlicht selber gebastelt. An Zinterdünste sind wir nur Haut dabei, halt tatsächlich die Anlage dann abzurichten. Und wir hoffen, dass wir bis Samstag fertig sind und dass dann die Hochbeter können mit dem Rehwasser, mit der Sonnenenergie können betrieben gehen. Bonjour, Tines. Könnt ihr uns von Funktionament von der Taschenlut erklären? Ja, wir haben hier an unserem kleinen Workshop einen kleinen Lut gemacht. Und die Taschenlut die hat einen kleinen Solarzellen drauf. Der Tisch lädt sich selber, hat eine Batterie dran und natürlich alle Verkabelungen mit einem kleinen Stecker für unten auszumachen. Und dann haben wir als Lut den Moment, wenn wir sie brauchen, und dann wirst die man am Dach dann durch die Sonne abgelöst. Moje Sarah, du bist heute Mutter, bist am Schöfflinger Jugendhaus. Kannst du uns erklären, wie die Projekte für uns gegangen sind, wo deren Kurve war, wie das funktioniert hat? Wir sind im Juni oder Juli bei so einem Solartraining gegangen von Greenpeace, den hier an der Kurve stattfand. Da war die ganze Kippe von uns dahin. Da hat man das alles mal erklärt, wie Solarenergie funktioniert. Grund Argumente dafür. Wir noch mit uns haben wir eine Taschenlucht gebastelt. Wir haben mit einem Solarofen einen Kuchen gebacken. Und dann hat man die Idee, eben, weil wir das Projekt, das Solarprojekt hier hatten, den Training auch heute zu Schöfflinger im Jugendhaus anzubieten. Das haben wir den letzten Samstag gemacht und das war so ein Training, das war aber auch für, nicht nur für uns Jung, aber für die ganze Gemeinde. Dass wir das hier machen, und da kann man sich überreden, die will, kommt bei dem Projekt dabei sein. Also waren noch ganz viele verschiedene Leute, die dann auf dem Training teilgeholt haben, letzten Samstag. Moje Lisa,
Du bist selber hier tätig am Jugendhaus. Du hilfst sie vor allem besser. Kannst du uns also erklären, was du musst und auch wie die Projekte hier, die du am Gang siehst, aufkommen? Ja, also ich arbeite hier in erster Linie im Gwadmach, auch hier am Solarprojekt für das Bewässerungssystem. Und am Gwadmach, ja, weil am Gwad eben so Aufwaldsachen abpflanzen und auch sich darum bekümmern. Und manchmal wird die ganze Sommer schon, manchmal bald 5 Monate aber. Und ja, also ich fand das doch richtig super, dass wir hier gut tun, weil gerade das Junge auch mit drunter arbeiten. Weil es war auch die erste Kehr, wo ich am Gwad selber etwas, also richtig geschafft habe, man wurde immer so weiter. Das ist auch ganz viele Junge heutzutage so können, die wissen ja gar nicht richtig, wo ihr es konkret hier könnt. Und das ist wirklich ganz wichtig, mal einfach zu sehen, wie das Ganze funktioniert, wie das wie ist, dann auch das genial einfach etwas mit Wurzeln zu sehen. Ob es bei den auch gepflanzt wird, dann das wie ist dann, das ist richtig, das ist genial einfach. Das heißt, du bist richtig zufrieden mit dem ganzen Projekt, wo du alles gelernt hast? Ja, definitiv. Auch, dass wir hier eben ein Solarbetrieb und Bewässerungssystem machen, weil man bewässern klappt eben nicht immer so gut. Wir hatten nur eine Zeit gehabt, wo 3 Wochen okay konnte bewässern kommen, weil ich gerade auch am Congé war. Sie waren auch gerade am Congé und leider war es ganz viel Futti gegangen gewesen, die Zeit. Und dann, ja, das auch eben am Solarbetrieb fand ich auch richtig gut, weil so ja auch nicht gerade alles immer direkt vom Strom aus der Steckdose kommen. Und so ist ja die ganzen Zeiten da, kann ich natürlich auch ein bisschen mehr nutzen. Und ich fand doch gut, dass so ein Projekt an der Gemeinde auch integriert ist, dass Leute auch ein bisschen mehr mit den Alternativsachen mehr an der Gemeinde integriert tun. Was ist eine Solaranlage? Eine Solaranlage, also in diesem Fall, wo man eine Photovoltaikanlage, ist eine produzierende Anlage, die so gesehen um photovoltaischen Effekt basiert. Das heißt, wenn die Sonne auf ein Panel schenkt, dann generiert das Elektrizität. Und die Elektrizität die kann dann über die Wieselricht in ein normales Netz angespeist werden. Und somit auch seine eigene Elektrizität damit generieren. Die Solaranlage, das ist natürlich etwas immens Schönes, weil es benutzt nicht wirklich Platz. Es ist aber immens gut für die Umwelt, weil man damit wirklich geringe Strom produzieren kann. Und alle Menschen können damit auch zum Energy Citizen gehen und seine eigene Produktion damit machen. Die Resonanzen halt zu Schöffling auch groß, für das eventuell andere Leute das dort können machen, du hier am Gwad oder so? Ja, das haben wir auch geplant. Also die Leute, die Samstag hier im Training waren, haben auch, denen haben wir auch hier vom Projekt so dann erklärt. Und haben denen auch gesagt, wir machen, wenn du alles rüber machst, meine Dokumentation drüber. Das heißt, es könnte hier bei, hier hinten könnte Panelstufe und ganze Erklärungen dazu stehen. Und wir machen aber auch eine kleine Dokumentation, eine kleine Broschüre oder Flyer, wo dann drauf steht, wie so etwas gebaut wird, wie das durchlebt, sodass Leute hier aus dem Dorf oder sonst, die interessiert sind, das bei sich zu Hause zu machen, ganz einfach können nur bauen und auch selber machen. Wie war dann die Jugendlichen, die mir geholfen haben, waren sie begeistert, für zu helfen? Oder war es schon mehr, dass der humistisch für das sie überhaupt gingen helfen? Das ist ganz verschieden. Wir hatten da, die waren direkt interessiert, weil sie auch einfach für die ganze nachhaltige Energie daran interessiert sind. Und andere, den haben wir sich mal ein bisschen müssen erklären, was das überhaupt Solarenergie, wie funktioniert das dort. Wir haben aber nur ein paar Jugendliche, also wir verschiedene, die sind ganz vor mit dem Projekt dabei. Und wir haben andere, die kommen vereinzelt zu helfen. Moje Janik, du bist hier Member am Jugendhaus.
Und du hast auch geholfen, die Bewässerungsanlage zu installieren. Was hast du da gemacht? Zweimal hat man am Mittwoch hat man geholfen, den Boden wegzulegen, den sieben Tank abbauen können. Und dann haben wir einen mündlichen Platz gelöst, der nicht hier rundherum liegt. Und am Donnerstag dasselbe Schneinkeier und Freude und heute noch hat man die restlichen Löcher gebaut. Dann hat man die Schleiche draufkriegen, für das den Gott bewässert wird. Herr Tines, könnt ihr euch auch die Bewässerungsanlage erklären, wenn es klifft? Ja, also als Bewässerungsanlage, das ist eine Solarbewässerungsanlage, das heißt, der ganze Strom, der gebracht wird, für das Wasser auch zu verteilen, den aus über die Solaranlage gespeist. Und die wird dann in dem Moment aufgerufen, also das Wasser wird dann aufgerufen, wenn gebraucht wird. Was noch ganz wichtig ist, das Wasser ist natürlich auch abgefangen, das ist das Rehwasser, und das wird dann in einem großen Tank gespeichert, wo dann in dem Moment auch genutzt kann gehen, wenn gebraucht wird. Roger, Herr Spanier, der sieht vom Service Ecologique, könnt ihr euch so, wie du zu kommen hast, dass das gemeinte Projekt von der Solaranlage Madrid? Ja, effektiv, den Service de l'Urbanisme et du Développement Durable, wie in Haute, ist früher wert, den Service Ecologique, den geht es ja schon mit Langhof, mit der Produktion von Energie an anderen Energiefrohen. Und wir haben als Gemeinde schon eine Reihe Initiativen geholt, für die Photovoltaik noch viel zu treiben. Wir haben selber Photovoltaikanlagen installiert auf verschiedenen Gemengen Dächer, für die Leute dann noch über Schautafel zu weisen, was so eine Anlage kann und Energie produzieren, und was für ein, auch in einen gewissen was für ein Investor das ist, und was sie auch andere davon können haben. Wir müssen aber feststellen, dass insgesamt in den vergangenen Jahren trotzdem relativ wenig der Anlagen subventioniert sind, also auch installiert sind. Wir haben hier in der Ortschaft 27 der Anlagen. Das geht bei weitem nicht durch. Da muss mehr kommen. Wir haben als Gemeinde auch Subventionen gegeben dafür. Trotzdem ist den Eco unserer Meinung nach zu klein. Und dafür haben wir wie gesagt, wie sensibilisieren wir nach mehr. Und das ist nur eine Idee, ein Projekt, das wir mit den Juren. Weil die Juren sind ja die, die in Zukunft vielleicht auch irgendwann ein Kehr sich vorstellt, investieren ist in den Bereich oder nicht. Dass man mit der Juren etwas machen und die Juren dann auch aktiv mit abbauen. Hinten just etwas dahinter setzen, für dass sie können gucken, das bringt es nicht für die Juren, dass es immer flott, wenn sie selber etwas kann machen. Und dafür haben wir das Projekt so abgebaut, dass sie selber an sich die Anlage installiert haben. Aber wo können die Idee hier? Die Idee kommt am Anfang aus der Schweiz. Greenpeace Schweiz hat so Anlagen schon zusammen mit Schulen gemacht. Aber wir haben nur eben just Primärschulen. Für die ist das aber vielleicht noch ein bisschen zu schwierig. Dafür haben wir gemeint, wir geben, wenn wir jugendlich ein bisschen mehr alt schon sind, da geben wir ein neues Jugendhaus rundreden und die waren noch begeistert für Matzemann. Und so sind wir am Anfang auf das Projekt gekommen. Was haben wir gemacht? Wir haben am Anfang mit ihnen geguckt, was möchte sein. Just ein Photovoltaikanlage zu hinsetzen, auch das ist noch nicht spektakulär. Und dafür war die Idee, sie haben die flotten Urban Gardening, wo sie dann mit ihren Heuschbeeten gemäß zielen. Und da war es relativ nah, für dann zu so mit kommen. Wir haben nur zwei Sachen, die wir als Schöffling auf anderen Plätzen schon als Gemeinde realisiert haben. Wir holen Trehwasser und sammeln das Trehwasser und holen dann eine Photovoltaikanlage. Und mit der betreiben wir dann die Pumpe, die das Wasser aus dem Rehwassertank hält und dann an den Heuschbeeten verteilt. Das war die Idee, die wir am Anfang hier wollten realisieren. Und, ich muss sagen, ich bin froh, dass das Jugendhaus mitgemacht hat. Und das hat eine ganz flotte Experience. Wir haben einen Wuchtdruck geschafft. Und es war richtig flott. Du hast ja nur das Jugendhaus an Greenpeace geschafft. Oder war es doch gedacht, dass die Bürger sich mit dem Beteiligen? Es war so, dass wir an sich das ganz theoretisch, denke ich, theoretisch wollten behandeln. Die Leute erklären, was das Photovoltaik, wie funktioniert das. Und dann noch ein praktisches Beispiel, wo dann mit einer kleinen Photovoltaikzelle ein Gadget gebaut ging, wo ihnen dann direkt gesagt, wie das funktioniert. Und dafür haben wir die Leute am Anfang auch geschrieben, über die Weg von unserem Internetseite.
über die Weg von Mailen, die wir verschickt haben, über SMS to Citizen, und auch über Facebook, als es verbreitet ging. Und da war dann der nächste Tag, Samstag, wo wir angefangen haben, ein Projekt, waren 19 Leute, die dann den Vortrag über Photovoltaik noch gelauscht haben. Da war ein Schweizer Expert, der uns das erklärt hat. Und am Nachmittag konnte ich für ihn so eine Solartaschelot bauen. Das war am Anfang eine ganz flotte Experienz. Die Leute, die dabei waren, waren wirklich begeistert dabei. Und begeistert und der Solartaschelot matt geschafft. Und am Anfang da das Funktionament, wie Energie aus der Sonne kann gewonnen gehen, verstanden. Und das geleiert und das verstanden. Und konnten dann eben mit dem Gadget, den sie zusammengebaut haben, die Solartaschelot konnten das dann noch in der Praxis erleben, wie das funktioniert. Also die Leute waren schon mal da gewonnen. Bei dem Abbau von der Anlage, da waren sich prioritär die Juren, die da angesprochen waren, weil das dann noch an der Woche am Nachmittag gelöst war, wenn es der Juren, dass sie noch der Schule da könnten noch hinkommen, für das zu schaffen. Da war natürlich dann der Bürger, den all der schaffen geht, die war da noch nicht unbedingt von der Zeit hier, war nicht unbedingt für die Geduld. Und es war auch wirklich für die Jugendlichen mehr aktiv, mal an das Projekt heranzuziehen. Herr Spanier, wenn du zum Beispiel in ein altes Haus gehst, dann will umbauen, an den hast du mich interessiert, so ein Solaranlage an beide Haus zu holen oder auf das Haus zu setzen. Wie funktioniert das? Ich meine, wir wären froh, wenn viel mehr Leute sich nach hier vermelden, für so ein Photovoltaikanlage oder auch ein solarthermisches Anlage auf den Dach zu setzen. Photovoltaik produziert elektrische Energie. Solarthermische Anlage produziert Wärme, die kann nutzen, für dann Boiler zu, warm Wasser am Boiler zu erhitzen. Oder sogar bei den modernen Häusern, die eine bessere Isolierung haben, Passivhäuser, Niedrigenergiehäuser, für dummer auch zu erhitzen. Das läuft normalerweise, wenn ein bestehendes Haus wird, das will ich nicht umbauen, läuft das über eine Baugenehmigung. Das muss eine Baugenehmigung dafür freuen. Wir sind auch am Gang darüber nachzudenken, ob ich hier nicht eine vereinfachte Prozedur kann machen kann, für die Leute, die auch schon mit einer Deklaration der Travaux machen können. Weil am Anfang ist ja kein Angriff an ein Haus, das ist eben nur eine technische Installation, die ihn drauf setzt. Das sind wir am Gang zu gucken. Wir sind auch als Service immer gerne bereit, für die Leute zu beraten. Bei so einer Anlage, aber wir bieten ja auch als Gemeinde, bieten wir den Service an, dass MyEnergy einen Energieexpert kann schicken auf Demand. Das ist auch für Jitterbürger. Das ist eine gratis Telefonnummer, die kann anrufen, ein Rendezvous machen. Und da kann ein Expert den kann die Leute am Detail darüber abklären, was für sie Sinn macht. Und dann kann auf der Basis dann offen froh für so eine Anlage zu installieren. Was ich kann sagen, dass wir haben das ja selber als Gemeinde mit den paar Anlagen, die wir auf uns Tisch gesagt haben, haben wir gewissen, dass so ein 2-Kilowatt-Anlage, wir haben die ja paar abgerichtet, dass die um die 2000 Kilowattstunden Tür produziert und Energie. Ein normaler Haushalt von 4 Leuten, der wird da halt zwischen 4.000 und 5.000 verbrauchen. Am Haus selber hat er noch ein enormes Abspürpotenzial, wenn er das alles ausnutzt, dass er seine Halogenbieren oder seine Glühbieren ersetzt durch LEDs. Wenn er performante Geräte hat, dann kann er das bis auf 3.500 Kilowattstunden reduzieren. Das heißt, mit so einer Anlage kann er bis zu 3/4 von der Energie produzieren, die er daheim verbraucht. Und das ist manchmal aber ein wichtiger Message, dass er am Anfang die Energie, die elektrische Energie, die er verbraucht, daheim, kann er zu einem ganz großen Teil daheim selber und der produzieren. Und das ist ja aber eine flotte Perspektive für die Zukunft, wenn er mit so einer Anlage nicht mehr aufhängig ist von irgendeinem Stromlieferant oder anderen Energielieferanten, ist das ja trotzdem aber etwas, was jeder Mensch müsste auf irgendeine Weise interessieren und möchte sich mal aufhängig von anderen. Moje Sarah, wir haben schon ein paar Mal gesprochen, wir haben auch noch verschiedene Fragen in dich. Die erste wäre dann zum Beispiel, was kann ich denn an dem Jugendhaus verstehen? Das Jugendhaus, also einfach mal das Gebäude, das ist ein Klasse, wo alle Jungen zwischen 12 und 27
kann hier kommen, für entweder einfach süß mal Zeit zu verbringen, Kicker spielen, Bier spielen, Ping-Pong spielen oder für sich bei Eis Hölle zu freuen, aber auch um Aktivitäten deal zu wollen. Das sind ganz verschiedene Sachen, wie wir machen Upcycling-Projekte, wo wir auf Slottes basteln, Freitags gehen wir an den Sport, da können Sie dann auch aus welche Sport gemacht wird und da kochen wir auch zusammen. Oder eben bei so Projekten machen, die auch ganz verschieden sind. Das geht von Klamme gehen, Kanu vorgehen, an Begriff Markt gehen, ein Stabsicher gehen, eine Ausstellung. Das ist wirklich ein Platz, wo alle Jungen einfach mal hinkommen und singen Interessen oder neue Interessen entdecken. Wie viele Jugendliche sind im Moment hier? Das ist ganz verschieden. Also wir haben so an der Moyenne haben wir am Tag so 20, 25 Besicher. Wir haben auch Junge, die zum Beispiel just bei Aktivitäten oder bei Projekten machen, die nie an das Jugendhaus selber kommen. Und dann haben wir die, die auch just heute sehen, einfach heute Zeit verbringen. Wir haben die machen beides. Also das, mit so einer Moyenne gebe ich so einen 25 am Tag. Das heißt, die kommen teilweise von den Jungen, an der sind dann die, die sie materialisieren. Genau, also es geht auch ganz viel darum, dass die Jungen mitmachen, dass das hier Interesse sind, die hier realisiert in dem Moment. Und dafür probieren wir, soweit es geht, hier Ideen umzuholen und dann auch mit ihnen zusammen. Wir haben zum Beispiel Jungen, die ganz gerne Kicker gespielt haben, die wollten die Kicker-Turnier organisieren. Den hat er noch gemacht. Wir waren so als Unterstützung dabei und haben quasi den ganzen Turnier lange organisiert. Und dann gibt es natürlich auch mal Sachen, die wir proposieren, wo wir wissen, du hast Interesse oder dass sie mal neue Sachen entdecken, ob die Ideen, wo sie vielleicht nicht kommen wären. Ja, es geht aber ganz, ganz viel von den Jungen aus. Wenn dann neue Jugendlichen sich heute darüber delischen oder will hier kommen, wo können sie sich melden? Ich kann einfach rauskommen. Also hier im Jugendhaus kann ich frei rauskommen, ab 12 Uhr. Hier lehrt ein Meister kann, hier kriegt Info von uns, was wir machen, welche Aktivitäten wir stehen. Oder könnt einfach mit Kollegen hier hin, spielt ein Party Kicker, lehrt Leute einfach mal kennen. Über deine Homepage kann man auch die Info kriegen, da steht dann immer drauf, was die aktuellen Aktivitäten sind, die ausstehen. Oder über deine Facebook-Seite, wo viele Jungen vielleicht ich will gucken. So, oder einfach denke, ja, wenn du nicht einfach will rauskommen, die ich kann auch gerne bei euch rufen. Wir sind auch ganz viel bei den verschiedenen Festen, wir waren immer bei der Nuit du Sport dabei. Wir sind an der Primärschule sind wir bei den Schulfassern dabei, bei den Sportstage dabei. Also es gibt viele Möglichkeiten dafür, uns mal kennenzulernen. Ab wie vielen Jahren kann ein Jugendlicher hier kommen? Ich kann ab 4 Jahren hier kommen, bis 27.